Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 13. Februar. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Ja, wir sind bei 15.300, sehr dicht dran. Und das heißt, wir werden diese Order jetzt auch platzieren. 15.3, wir haben ein Gap von Freitag. Das heißt, diese Kurslücke, wenn der Kurs hier reinläuft, schnappt die Falle zu. Dann geben wir entweder Long oder Short. Es spielt also dementsprechend keine Rolle. Wir sehen hier heute Morgen, die Zielmarke ist der Daily Pivot. Ja, ich mache das Bild mal ein bisschen größer. Daily Pivot bei 54. Unten herum würde ich die erste Supportlinie nehmen. Das ist diese hier und die liegt bei 62 heute. Die erste Unterstützungszone, das Freitagstief sehen wir hier mit der gelben Linie, liegt dann bei 42. So, das ist erstmal die Geschichte und jetzt gehen wir gleich in die Blue Boxen, in die Vola Boxen rein. Das sind die grünen Boxen, die ab 9 Uhr erscheinen. Und hier sehen wir den DAX bei 15.355, also 55 Punkte höher. Die Box kommt direkt also beim Daily Pivot rein. Also da sollten wir sowieso auch aufpassen, dass der Forecast. Und das heißt, wir bereiten uns jetzt schon vorbörslich auf den Montag auf ein Big Number Trader. 15.307 Long oder 15.292 Short. Auch für die YouTuber 8.37 Uhr. Der Trade ist jetzt scharf geschalten und amtlich. Entweder gehen wir nach oben oder nach unten mit dem DAX aus dem Markt raus. 15.307 oder 15.292. Long im ersten Trade. Guten Morgen, Helmut. Mina, guten Morgen. Michael, guten Morgen. Roland, guten Morgen. Christian, guten Morgen. Hendrik, guten Morgen. Thomas, guten Morgen. Roland, guten Morgen. Albert, guten Morgen. Viktor, guten Morgen. So, wir stehen kurz vorm Landeanflug. Ein Punkt fehlt noch.
Heute Morgen die Trading Range 41 Punkte, das ist okay. 13, 14 und gleich gehen wir raus. So, wir sind raus. 8.49 Uhr vor der Markteröffnung. Wir platzieren jetzt die Falle noch einmal. Also erster Anlauf im Gewinn und somit für unser Videotagebuch, Logbuch, um die Statistik weiter aufrechtzuerhalten. Im ersten Anlauf in den Gewinn gelaufen. Verabschiede mich jetzt beim YouTube, bei den YouTubern. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter und konzentrieren uns dann gleich auf die Markteröffnung.